Jo Leute, was geht? Heute machen wir mal wieder ein richtig nices Opening. Und zwar haben wir uns hier Maximum Gold gegönnt. Also wir haben uns ein ganzes Display bestellt, aber wir machen jetzt einfach mal eine Box auf, weil wir halt dachten, also ich weiß ja nicht, oder du stehst auch dazu, denke ich mal. Also Ja, langfristig ist es auf jeden Fall ein auf richtig jeden nices Fall. Set, wo wir einfach gesagt haben, da wollen wir auf jeden Fall was da haben, aber wir wollen auf jeden Fall nicht nur was da haben, ohne es zu öffnen. Deswegen dachten wir, hier ein Set müssen wir auf jeden Fall mal öffnen. Und falls ihr auch mal Bock habt, irgendwie hier was zu öffnen, also wie gesagt, wir haben ein bisschen was da, wir wollen auf jeden Fall was langfristig zulassen, weil, also hier, was nochmal die Hits, die man hier holen kann, ist auf jeden Fall der Blue Eyes White, ja genau, ein White Dragon und ist der Dunkle drin. Magier im alten Artwork, Ja. Hapien Federwisch, Sind auf jeden Fall ein paar geile also Hits drin in diesem Rotäugiger Gold Drache, Rare. also richtig, richtig geil. Wenn ihr das Set kennt, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Wenn ihr es nicht kennt, dann wartet mal ab. Also, das ist wirklich, sind mit die schönsten Karten bei Yu-Gi-Oh! Vom Foiling, einfach vom generellen Artwork. Und ja, und deswegen dachten wir, machen heute mal was auf. Was halt auch Und geil ist, es sind halt wirklich die geilen Artworks so. Es ist halt der geile White Dragon, also das OG Artwork, wenn man es so nennen safe. mag. Dann in diesem geilen Gold Rare. Sieht super sick aus. Hoffe ich, dass es hier drin ist, damit ihr es auch seht. Ja, aber so oder so werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie schön einfach diese Goldrack-Karten sind. Also wie gesagt, wenn ihr auch mal Bock drauf habt, schreibt mal in die Kommentare oder auch auf Instagram könnt ihr uns schreiben, falls ihr noch nicht abonniert habt. Trading Card Theater, Link ist auch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, mache ich mal die schöne Box hier auf, oder? Mach's auf. So, hier der originale Konami Sticker noch drauf. Und ist natürlich hier umweltmäßig so lala, aber Ja, ist viel Plastik, unnötiges Plastik, aber dafür die Aufmache, so ist es schon geil, so das aufzumachen. Dann hat man hier die vier Booster. Es ist schon außerdem ein wollen wir hier in den Unboxing. Videos ja jetzt nicht politisch werden. Und ich denke mal, bevor man hier die Yu-Gi-Oh! Sammler verklagt, sollte man woanders anfangen. Also die Unboxing Experience ist nice. Also Safe. auch die Ja. Aufmache, wie das Ja, Display also aussieht, allein die Packs hier alles in dem top. Gold. Also ich finde, es passt einfach, weil, na, also es ist einfach nur geil. Ja, Mann, ist Hier haben wir jetzt unfassbar. 7 Karten pro Booster Pack. First Edition. Deutsche Auflage. Also deutsche Ausgabe. Englisch ist natürlich auch geil, aber wir haben jetzt hier Deutsch. Ich denke, da macht man hier in Deutschland auch nicht viel mit falsch. Nö. Ist ja auch cool, wenn man auch mit den Karten spielen will. Klar, Englisch ist da jetzt auch keine Hürde, aber wir machen ja auch hier und da mal Koreanisch auf zum Beispiel, weil da einfach die Preis-Leistung sehr, sehr gut ist. Also wenn man an die alten Artworks drankommen will, ist halt Koreanisch die einfachste Version, sage ich mal. Oder die nicht die einfachste, die kostengünstigste Version. Und da ist halt, wenn man mit den Karten spielen will, das Problem ist halt Koreanisch, ne? Sieht Also. nice aus, nice Holo, wunderschönes Artwork, aber hier steht jetzt leider kein einziges Wort. Auf jeden Fall. Aber hier verstehen wir alles und fangen gerade an, oder? Lassen wir Safe. euch gar nicht zu Und lange nochmal 2 warten. gegen 2 wieder ganz klassisch. Ja, man muss ja nicht aus allem Wettbewerb machen, Nee, oder also ich wie? meine, jeder 2 Packs, wenn wir 4 haben, macht Sinn, nehme ich an. Macht Sinn auf jeden Robert Fall. ist ja heute leider nicht dabei. Ja, hat War es wieder leider nicht privat geschafft. verhindert, aber nächstes Mal ist er bestimmt wieder dabei. Auf jeden Fall. Und dann kriegen wir das Gut, schon. dann mache ich das erste Booster gerade mal auf. Kartentrick gibt es keinen. Was hier schon mal besonders ist, sind Rares mit goldener Schrift. Also eben haben wir ja auch noch was Koreanisches geöffnet, wie hier. Da sehen wir auch, das ist eine klassische Rare, wie es bei Yu-Gi-Oh! Standardmäßig ist, mit der silbernen Schrift und sonst alles unglitzernd, ohne Holo. Sieht natürlich jetzt hier, also man sieht es im Licht jetzt nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall Silber und hier ist halt wie bei einer Gold. Ultra Rare die goldene Schrift, passend zum Maximum Gold. Erste Auflage. Der goldene Stamp, ganz klassisch, aber halt an sich sind das Kanons, nur halt mit dem goldenen. Und wir werden Ist jetzt. halt immerhin trotzdem noch mal ein bisschen was Besonderes, Genau, also. es ist halt auch ein Special Set. Und was wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben für dieses, also nicht für das Opening, sondern für die Nacharbeit des Openings, wir werden auf jeden Fall die Effekte durchgehen, weil wir jetzt auch anfangen, unsere Decks zu erstellen. Genau, vielleicht Und ist hier was dabei, was wir dann eben. jeweils in unsere Decks aufnehmen. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren da lassen, Ja. ob ihr Bock habt, auch mal, wenn wir uns duellieren. Wir sind noch Anfänger, also wir fangen jetzt quasi neu an mit dem Spiel. Aber da wird es vielleicht oder wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Duell hier auf unserem Kanal Safe. geben.
Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lassen wir uns was Nices einfallen, wie wir das cool aufbereiten können, dass ihr Spaß dran habt. Dann lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Auf jeden Fall. Als erstes haben wir die hier, die ertränkende Spiegelkraft. Nice. Also hier die Artworks in dem Set finde ich auch wieder geil. Also auch das typisch Yu-Gi-Oh! Ja, Mann, also es hat halt wirklich einfach diesen ägyptischen Yu-Gi-Oh! Vibe, ja, den man halt einfach geil liebt als Yu-Gi-Oh!-Sammler. Im Tal der Toten, halt auch der Name, schön düster. Ja, es hat halt einfach eine ganz andere Atmosphäre als so dieses Freundliche, was man hier so aus Pokémon kennt. Also ja, oder, hier so ein freundliches Schaf-Pokémon ist halt Yu-Gi-Oh! Nochmal irgendwie ein bisschen. Aber es sind halt zwei Welten so. Ja, es ist beides geil, es hat beides seinen Charme. Ja. Und wir feiern und sammeln auf jeden Fall beides. Haben wir Gyoku, Feuerinformation. Gesegnetes Schwert der sieben Sterne. Och, nice. Cyberdrachenmark. Also ich feiere die Artworks, muss ich echt sagen. Um die Effekte müssen wir uns, wie gesagt, nochmal kümmern. Also ich würde mal behaupten, dass man hiermit wahrscheinlich was mit den Cyberdrachen anfangen kann. Ja. Je nachdem, da kam ja auch, glaube ich, relativ neu ein Structure-Deck zu den Cyberdrachen, glaube ich, raus. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber meine ich schon. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Kann man vielleicht irgendwie was mit anfangen? Werden wir in der Nachbereitung nice sehen. Und da sieht man halt, warum man sich dieses Set holt. Also kommt es in der Kamera? Ja, es kommt schon annähernd so geil rüber. Also sieht auf jeden Fall in echt ganz, ganz krank aus. Noch mal geiler. Also es ist ganz, ganz wild. Ja, und da haben wir auf jeden Fall auch schon den ersten Hit, der eigentlich sogar gar nicht so unwertvoll ist. Also hab gerade mal geguckt, also so 6, 7, 8 Euro geht der schon. Also es ist schon einer hier. Der niceren sieht man ja auch, wie viel sind das? 10 Sterne oder was? Ja, also Zombie sieht geil aus und gefällt mir. Also ich würde sagen, die können wir auf jeden Fall auch sleeven. Endlich der Goldene Lord. Goldene Lord passt natürlich auch zu Maximum Gold. Ja, definitiv. Guck, dass ihr vielleicht direkt da drauf touched. Passt gerade in das Sleeve. Und als nächstes haben wir ältestes Wesen. Nz. Aber, also finde ich auch wieder nice. Sehr, sehr geil. Ich finde die ganzen Artworks. Ja, ich finde halt einfach auch dieses nice. Rare. Das ist halt einfach wirklich, ich glaube, in Gesamt-TCG sind das zusammen mit den Ghost Rares wahrscheinlich die Karten, die ich einfach optisch am schönsten finde. Ja. Und hier haben wir auch wieder ungefähr 4 bis 5 Euro Karte. Also haben wir quasi schon 10 Euro an Value rausgeholt. Und das ist halt auch, das hatte ich zu Anfang nice, gesagt, ja. Das war leider noch nicht während des Videos, aber dieses Set ist sehr, sehr value-stark. Es gibt halt nicht diese eine Karte, die jetzt irgendwie 500 Euro wert ist und sonst nichts, sondern es sind alle Karten, haben einen gewissen Wert. Kann ich natürlich auch verstehen, weil jeder will quasi jede Karte in diesem Rare haben. Und also ich finde es auch sehr, sehr nice. Ja, Mann, auf jeden Fall. Machst du da die nächste auf. So. Bruderschaft der Feuerfaust. Ace. Das Einzige, was ich bei Yu-Gi-Oh! Anmerken muss, die Namen sind teilweise echt lang. Also, ja. Die sind wirklich, wenn man sieht, das sieht hier schon so langsam ein bisschen gequetscht aus. Ja, das stimmt. Aber das stimmt. Hier, beschweren sollte man sich da jetzt auch nicht drüber. So, dann Caligo, die Krallenkrähe. Auch geiles Artwork irgendwie. Safe. Ist halt mal was anderes. Finde ich jetzt gar nicht mal so Yu-Gi-Oh! Typisch. Nee. Aber trotzdem witzig. Ja. Aber das Ding hier könnte auch vom Pokémon kommen. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Nur halt der Hintergrund ist nicht so ganz typisch. Und vielleicht hier nicht so diese Krallen. Aber an sich, das könnte auch ein Pokémon sein. So, dann der Getrieberiese X. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wir sind neu jetzt auch so in Spielen. Ein heftiges Ding hier. Grafer, Drachenherrscher der finsteren Welt, also der Name auch wieder düster. Wie dieses Artwork aussieht, das ist ja immer anders pervers. Ja, ist übel. Also das sieht wirklich ganz, ganz pervers aus. So, dann hier Barrierenstatue des Infernos. Ja, sagt mir jetzt nicht ganz so zu, das Artwork. Also die Figur. Es ist irgendwie so ein bisschen, ja, aber machen wir gerade mit der nächsten weiter, ne? Ja. Muss man jetzt auch nicht zu viel zu verlieren. Boah, Digga! Direkt. Den Dunkler Magier. Alter. Sehr geil. Und das ist halt auch einfach in diesem Artwork. Das ist einfach pervers. Einfach diese goldenen Ränder und dann auch nur nice aus. Um wirklich guck, dann das Monster. Guck, dass ihr nicht in das Holo reinfasst, weil das ist ja... Man sieht zwar, man sieht zwar hier der Rand, der ist
sieht zwar sehr verkratzt aus, aber das ist eben einfach so, so sehen die Karten aus. Also es wird auch nicht so hart gepunished. Jetzt habe ich leider kurz hier gezeigt, was gleich kommt. Also wie gesagt, man kann trotzdem noch 8er, 9er, 10er kriegen. So sehen die Karten alle aus. Aber natürlich, je weniger ihr hier von diesen Printlines, so wie auch immer man das nennen mag, habt. Aber allein hiermit, also wirklich so was Geiles. Ja, Mann, also ich feiere halt einfach wirklich dieses Set so Ja. unfassbar. Es ist Also. wirklich, da geht einem das Herz auf, wenn man das Gucken wir uns sieht. gerade mal die letzte Karte an, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal genau auf den dunklen Magier an. Ja, Und zwar haben klar. wir, wo es auch ein richtig schönes Artwork. Ja, Mann, Alter. Geisterschwester, der und gruseliger Hartriegel ist leider schwer zu lesen in dem Licht. Muss kann mal gucken, ob das auch eine der Value Cards ist. Aschenblüte ist auf jeden Fall näher. Also ist jetzt hier keine High Value Karte, aber wird bestimmt auch den ein oder anderen Euro wert sein. Auch richtig schön. Ja, Mann, Und was ich halt also. sagen würde, solche Karten würde ich auch nicht verkaufen, sondern die kann man sich ruhig so in den Ordner legen. Einfach weil es halt was Schönes ist, passt schön in eine Sammlung rein. Und den Dark Magician, den würde ich auf jeden Fall sleeven. Auf Und jeden Fall. wenn du nichts dagegen hast und Robert nichts dagegen hat, wäre das auf jeden Fall, finde ich, ein Kandidat für ein Grading. Ja, auf jeden Fall. Einfach Also, ikonisch, den würde ich wunderschöne safe Holo. zum Grading schicken. Und den würde ich auch auf gar keinen Fall abgeben, sondern den will Ja. ich unbedingt, dass wir den in der Sammlung behalten. Ja. Außer wir ziehen ihn nochmal. Also Außer wir dann. ziehen ihn nochmal, Aber ihr dann könnt seid ihr ja uns jetzt gerne live anschreiben dabei, also und ihr werdet es mitkriegen. Wenn wir ihn ja. gleich nochmal kriegen, dann. Und ihr Interesse daran habt, schreibt uns auf Instagram, wir tauschen gerne oder gucken, dass wir da auf jeden Fall eine Lösung finden. Aber wenn wir ihn nicht nochmal ziehen sollten, einmal will ich ihn auf jeden Fall haben. Also Ist das sowas ist. Geiles. Also wirklich, ich bin direkt froh, zweites Pack, dass wir direkt den Hüten Magier hier gezogen haben. Ja. Für Einfach mich nur ist es schon geil. das letzte Pack des heutigen Videos, leider. Leider, leider. Aber machen wir trotzdem weiter mit Bruderschaft der Feuerfaust Büffel. Genau, den hatte ich ja eben auch schon. Dann haben wir hier Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel. Nice. Stiller Angler. Also es sieht auch ein bisschen crazy aus. Hätte auch, ja, naja, sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Oh, Neos drauf. Wunderkontakt, sehr geil. Zu den Effekten, wie gesagt, da werden wir jetzt nicht groß drauf eingehen, weil wir die jetzt auch nicht selbst kennen. Die werden wir uns alle im Nachgang anschauen und je nachdem, vielleicht landet die eine oder andere Karte ja in unseren Amateur-, Starter-, Anfänger-Decks und ihr seht sie vielleicht in dem einen oder anderen Duell-Video wieder. Wäre ja ganz cool. Haben wir auf jeden Fall Drachyonon Transmigration. Feierliches Urteil, auch Sieht ein eine bisschen aus bekannte Karte. wie Gandalf, Ist auf Alter. jeden Fall auch bei Card Market auf Seite 1 der Value-Karten mit ungefähr 2-3 Euro wert. Also auch durchaus okay, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und auch einfach wirklich wieder sehr, sehr schön. Safe. Und. Boah. Eisfusion, Polymerisation. Sehr geil, Auch Hammer. richtig nice. Ja, auch Hat, einfach glaube ich, jetzt super, hier super nicht den. bekannt einfach. Ja. Also kennt man halt Ja, einfach. also auch Ist ein Klassiker einfach nur einfach. schön. Einfach nur schön. Und bevor, da, auch zum Spielen, so klar kann man sagen, mit den Karten spielt man nicht, aber auf der anderen Seite, wenn man mit den Karten spielt und dann so einen Deck haben will, dann lieber eine Gold Rare als keine Gold Rare, ne? Das Also es ist stimmt. dann halt auch zum Spielen, na klar, zum Spielen reicht auch jede Karte eigentlich, ist ja vollkommen egal. Aber wenn man kann, dann ist es natürlich irgendwie vom Vibe her trotzdem nochmal Auf jeden schön, wenn Fall. man Sehr, sehr, sehr nice. sowas dann quasi zieht und in das Herz der Karten vertraut. Und ja. So, und schon sind wir beim letzten Pack des heutigen Openings. Habe ich schon mal prepared und gucken wir gerade mal rein. Also ich hoffe ja, dass wir den Blue Eyes noch ziehen können, weil Oh, das einfach meine Lieblingskarte das ist. wäre an, das wäre die geilste Karte aus ganz Yu-Gi-Oh! Safe. Also Blue Eyes im Allgemeinen, jetzt Edler nicht unbedingt aus Ritter, Mago. Dresden. Boah, Buster Blader, hier Buster Klingenkämpfer, der Drachenzerstörer, Schwertkämpfer. Auch sehr Fusion aus geil. einem Drachenmonster und einem Buster Blader. Also könnte durchaus auch in eins unserer Yugi-Decks passen, was wir uns geholt haben. Stimmt, Weil das ja. war ja schließlich eins Ja, der Classic-Monster stimmt. von Yugi. Auch ein nice Ding hier. Nummer C107, Neo-Galaxienauge, Tachyonendrache. Sorry. Der weiße Stein der Uralten. Sieht ein bisschen aus wie die Shinies aus Pokémon, sehen wir diesen, Findest du? also diese, die Baby-Shinies, die haben da auch immer im Ah, Hintergrund in diesem Frühling diese Steine. ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
untergegangenen Welt und boah, sieht auch wieder auch super geil aus. Ich finde das Beatrice, Schwarz mit dem Gold kommt Dame. Auch so nochmal pervers. Ja, richtig nice. Und auch, Alter, ist halt, bin ich mal wieder geflasht von diesem Set. Einfach nur geil. Ist auch das erste Mal, dass ich dieses Set jetzt hier aufmache. Ich habe schon ein Display geöffnet, aber es ist auch schon etwas her. Zum einen und zum anderen bin ich trotzdem immer wieder geflasht, wenn man diese Karten sieht. Ja, es ist einfach, also ich liebe Yu-Gi-Oh! Also, auch wenn ich jetzt wieder relativ neu erst drin bin, aber Yu-Gi-Oh! Ist für mich einfach so unfassbar pervers geil. Das ist unglaublich. Safe. Und ich würde sagen, gucken wir uns den letzten Hit des heutigen Openings an. Zauberkarte leider kein, aber... Verstärkung für die Armee. Auch nice Karte, nice Artwork. Gab es auch schon vorher. Und auch hier sieht man halt einfach wieder, die Kartenqualität ist halt wirklich... Also Centering ist relativ gut, finde ich. Karte ist so ein bisschen gebogen, ne? Das ja, aber das ist, aber, das ist aber nicht schlimm. Das liegt aber daran, dass sie halt hier dieses Full-Foiling haben. Ja. Das ist aber ganz normal. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das ja, aber wenn wir jetzt aus dem Winkel, sieht ein bisschen aus wie eine Ghost Rare. Ja, das wollte ich eben auch sogar sagen, dass die einen leichten Ghost Rare Touch hat. So. Aber ich bin richtig zufrieden mit dem heutigen Puls. Also auf jeden ich würde so weit gehen, dass wir den Value der Box einigermaßen raus. Also wenn wir mit dem dunklen Magier eine 9 und eine 10 kriegen beim Grading, haben wir auf jeden Fall den Value bei weitem wieder raus. Wir haben richtig nice Karten für unsere Collection gesammelt. Mit Glück hoffe ich mal, dass wir die eine oder andere spielstarke Karte gezogen haben, die wir in unsere Decks integrieren können. Und wir hatten Spaß. Eben. Und konnten hoffentlich für euch nice und interessanten Content bieten. Wenn ihr euch auskennt mit Yu-Gi-Oh! Als Spiel, also wirklich, dann könnt ihr uns ja vielleicht auch mal in den Kommentaren da lassen. Hier die und die Karte, die ihr gepullt habt, die könnt ihr vielleicht in dem und dem Deck gut verwenden. Und wir lernen da gerne, weil wie gesagt, wir sind noch relativ neu in dem ganzen Bereich. Oder nicht unbedingt neu, aber so als kleines Kind mal gespielt, aber jetzt auch nie wirklich gut. Sondern halt so ein bisschen halt, wie man als kleines Kind auf dem Pausenhof spielt. Mhm. Und dann könnt ihr uns ja sagen, was ihr für Tipps für uns habt. Und ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir uns nochmal die ganzen Gold Rares, die wir gepullt haben, alle nochmal zusammen an. Haben wir einmal die Polymerisation, feierliches Urteil, Geisterschwester und gruseliger Hartriegel. Finde ich aber auch ein richtig schönes Artwork. Erinnert mich so ein bisschen so an den Filmbereich so um, wie heißt das hier, mein Nachbar Totoro und wie heißt der Film, den man so kennt, Chihiros Reise ins Zauberland. So in dem Bereich geht so ein bisschen das Artwork, finde ich. So dieses, das ist so ein klassisches, so große Augen, so eine Anime-Figur halt. Ja, klar. Beatrice der ewigen Dame, Verstärkung für die Armee und dann haben wir hier den dunklen Magier, endlich der goldene Lord und ältestes Wesen, der Nts. Wenn ich das falsch ausspreche, müsst ihr mir das nachsehen auf jeden Fall. Hier erkennt man die Artworks jetzt durch die Folie und unser Licht. Leider nicht mehr allzu schön, aber trotzdem sehr, sehr schön, was wir hier alles ziehen konnten. Und ich bin super zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir es hatten. Ja, und richtig nice. Macht immer wieder Spaß. Und ich denke, wir werden irgendwann in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal was öffnen. Auf jeden Fall, wir werden auch auf jeden Fall nochmal was bestellen. Genau. Jetzt bin ich auf jeden Fall ganz also für uns privat, wir werden im Stream auf jeden Fall auch was immer auf Vorrat halten für euch, wenn ihr mal Bock habt, was zu öffnen. 1, 2, 3 Packs oder gar eine ganze Box, ein ganzes Display. Genau. Schauen wir immer, dass wir was da haben. Und wir schauen halt, dass wir auch nochmal was hier für uns, für die Videos machen. Einfach um euch das nochmal zu zeigen. Weil mittlerweile, das Set ist ja jetzt schon ein Jahr alt. Und ich glaube halt nicht, dass jetzt nochmal viel nachkommt. Also sichert euch auf jeden Fall eure Karten. Ja, ist auch auf jeden Fall, haben wir jetzt ja auch schon hier und da mal angemerkt, ein Set, was man sich durchaus auch sealed weglegen kann in den Schrank. Das Display sieht auch einfach sehr, sehr schön aus. Oder auch wenn man sich jetzt nicht ein ganzes Display holen mag, weil es vielleicht einem preislich nicht ganz, der Geldbeutel das nicht ganz hergibt, dann kann man sich eben auch so eine schöne Box holen, wie wir jetzt uns geholt haben. Die liegen, glaube ich, aktuell bei um die 30 Euro. Und das kann man sich dann auch schön in den Schrank stellen, Und das ist vor allem, kaputt. Und es ist vor allem ein richtig geiler Kontrast zu Ghost from the Past. Genau, das heißt, und auch wieder ein sehr geiles Ghost Set, was man Past zulassen kann. Genau, erstens, man kann auch dort den dunklen Magier ziehen und wir haben halt hier die einzelnen Packs in einem wunderschönen Goldton
und das andere einfach in so einem richtig geilen Silber. Und das ergänzt sich, finde ich, richtig gut. Und man hat, also klar, das Set heißt jetzt nicht irgendwie Silver Ghosts oder sowas, aber Ghosts sind ja eh silbern, also das Foiling, und deswegen passt es halt einfach wunderbar. Super, also super geil. Jetzt weiß ich, wie ich irgendwie mir zu Hause eine kleine Ecke in der Wohnung gestalten werde. Jetzt hast du mich drauf gebracht. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und je nachdem, vielleicht poste ich es auf Instagram oder so im Foto. Also richtig geil. Einfach so eine kleine Box reicht ja auch schon. Man muss es ja nicht immer übertreiben. Genau. Natürlich, also, wer sich es leisten kann, holt sich auch ein Display oder zwei. Aber man kann auch sich, guck mal, wir haben jetzt auch hier nur ein kleines Display geöffnet. Und hatten super vier Spaß. Booster. Genau, und allein hier so ein dunkler Magier, wenn man den schon hat. Also man kann das ja auch immer machen, wie man möchte. Es gibt Leute, die wollen das Master-Set voll machen. Es gibt Leute, die wollen jede Karte 10-mal haben. Es gibt Leute, die wollen diese Karte 10-mal. Aber man kann ja auch mit einer Karte, wenn man sich einfach nur diese holt oder diese zieht, dann kann man ja auch sich schon quasi das Set abdecken für einen selbst, wenn man sagt, ich hätte gern einfach nur diesen hier. Ja, natürlich muss man sagen, wenn man jetzt sagt, ich will nur diesen und ich will nichts anderes und der Rest landet bei mir in der Ecke, ja, dann holt ihn euch einfach im Internet auf Cardmarket, eBay. Aber die Karte hier ist noch zu 10, 100.000-fach, wie auch immer, erhältlich. Das heißt, mit ein bisschen Geld kriegt man diese Karte. Aber du hast dann, oder ihr habt dann, eine ganz andere Beziehung zu so einer Karte, wie als wenn man sie selbst den Pack geholt öffnet. Weil die hier würde ich im Leben nicht dran denken, sie zu verkaufen. Wenn ich mir aber, weil wir sie jetzt das erste Mal haben, klar, wenn man eine Karte zweimal zieht, kann man sie durchaus abgeben. Ja. Aber ich sage euch, wenn ihr eine Karte selbst zieht, habt ihr eine ganz andere Beziehung und ein Feeling für diese Karte, als wenn ihr euch einfach kauft. Ja, das weil ist das man Gleiche halt auch wie auch immer beim Grading. Ja. Also natürlich macht es Sinn, sich eine Karte als PSA 10 gleich zu kaufen. Viel wahrscheinlicher, als sich ein Pack zu holen, in der Hoffnung, dass ich das Glurak ziehe und es dann noch eine PSA 10 wird. Aber wenn ihr das kauft als PSA 10, habt ihr eine Menge Geld ausgegeben für eine Karte in einem Case. Aber wenn ihr euch das Booster kauft und ihr die selbst zieht und selbst gradet und dann die 10 kriegt, ist natürlich im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Aber, ist jedenfalls meine Meinung, hat man eine ganz andere Beziehung zu der Karte, weil man hat es einfach selbst gezogen. Es ist so, wie wenn ihr früher Pokémon gespielt habt und ihr nehmt euer Starter und zieht das hoch auf Level 100 und ihr habt am Ende euer Level 100er Pokémon. Es ist viel besser, als wenn ihr euch eins vom Kumpel rübergetauscht habt oder mit Sonderbonbons hochgefüttert habt. Ja, und ich, wie gesagt, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal in Videos erwähnt. Wenn man Booster aufmacht, dann sollte man in keinem Fall davon ausgehen, dass man da jetzt Value gaint, sondern dass man halt einfach Spaß an der Sache hat und dass man sich freut, was man drin zieht. Und das heißt nicht, dass man kein Value gain kann. Man kann sehr, sehr gut und bei manchen Sets auch wahrscheinlich Value gain. Man sollte nur nicht davon ausgehen, damit man dann nicht enttäuscht ist. Sondern macht es aus Spaß und aus Freude und dann ist es halt erst richtig nice, wenn man dann auch noch ein Pack macht und Gewinn macht. Also Gewinn in Anführungszeichen. Wenn man halt Karten zieht, die mehr wert sind, als das Booster gekostet hat. Aber da würde ich auch erstmal vom Grundprinzip nicht zwangsweise von ausgehen. Nee. Gut, und ich fände, das sind ganz schöne Abschiedsworte. Eben, hatten wir noch wie so einen kleinen Podcast hier am Ende. Ich hoffe, ihr konntet noch was mitnehmen. Ihr habt die schönen Karten genossen. Cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass es euch gefallen hat. Genau, lasst ein Like da und ein Abo. Bleibt gesund. Safe. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.